Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Backo und diesmal habe ich einen Weihnachtsfilm für euch, nämlich Victoria, seht ihr es? Victoria, Weihnachtsspezial, Fest der Liebe. Davon gibt es natürlich auch ein Gewinnspiel und danke an Studios Global Entertainment ITV. Dankeschön für die DVD und für die Verlosung. Ich habe das natürlich schon vorab geschaut und sage euch gleich, wie ich das gefunden habe. Diesmal gehe ich nicht auf die Story ein, nein, ich möchte nichts mehr von der Story erzählen bei den Filmen. Ich möchte nämlich gleich die Bewertung bringen. Ich finde immer, das bringt nichts, wenn ich zu viel von der Story erzähle, spoilere ich euch was und das möchte man nicht. Deswegen komme ich ja auch jetzt zu diesem Thema. Das Ganze ist hier spoilerfrei, ihr könnt bis zum Schluss bleiben. Und das ist meine persönliche Meinung zu diesem Film. Wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt es unten in die Kommentare oder joint auf meinen Discord-Server. Und jetzt viel Spaß mit meinem Intro. Bis gleich. Ist das Fest der Liebe und man sollte nachsichtig sein. Eine Zeit, in der alles perfekt ist. Zauberhaft. Eure Majestät. Dann kommen wir jetzt gleich zur Bewertung. Ich bewerte jetzt gleich den Film. Geht jetzt nicht so auf die DVD oder Blu-ray-Qualität ein. Nein, ich bewerte jetzt gleich den Film. Wie fand ich den Film? Der Film bekommt von mir eine 7 von 10 Sternen. Ja, ihr habt richtig 7 von 10 Sternen. Das habe ich vorher reingeschmissen. Und warum? Ganz einfach. Ich fand die Geschichte jetzt schön, passt zu Weihnachten. Aber so ganz gefesselt hat es mich nicht. Es waren ein paar Punkte, wo ich das Ganze ein bisschen öde fand. Das ist jetzt krass gesagt. Dafür kriegt ihr auch noch genug Sterne von mir. Aber das ist meistens bei den Filmen so, dass die irgendwann mal Punkte haben, wo man sagt, jetzt geh weiter, ich will den Film zu Ende gucken. Das hatte er leider auch gehabt, deswegen war es auch krass von den Abziehen, von 10 Sterne gleich 3 Sterne. Aber sonst denke ich mal, für einen Weihnachtsabend oder jetzt vorbereiten, wenn alle so scharf auf Weihnachten sind oder schon zu Nikolaus, da den Film für die Kinder einzulegen, die werden die helle Freude haben, deswegen ist es immer noch eine Kauf- oder Schauempfehlung und so viel Neues auf dem Weihnachtsmarkt gibt es eigentlich auch gar nicht, wo gut ist. Und da gehört es schon an oberster Stelle mit. Die Schauspieler haben Jane Coleman und Tom Hawkes haben ihre Sache sehr, sehr gut gemacht. Die ganzen anderen Schauspieler auch. Man bekommt auf jeden Fall diesen Weihnachtsflair, was ich jetzt auch bald habe. Ich habe meinen Weihnachtskalender schon aufgegessen. Jeder, der mir einen Weihnachtskalender zuschicken will, dass ich das irgendwie vermeiden kann. Meine Freundin weiß noch gar nicht, dass der Weihnachtskalender leer ist, wo ich gerade bei der Diät bin. Aber schon weg. Jeder, der mir einen zuschicken will, dass ich das vermerken kann, kann es ruhig machen, würde mich interessieren. So, das war's jetzt aber. Wir kommen jetzt zur Verlosung. Was müsst ihr machen? Ich möchte von euch wissen, welcher war euer oder ist euer Lieblingsweihnachtsfilm? Schreibt es bitte in Hashtag auf. Ganz gut. Warum mache ich das? Warum frage ich diese Frage ganz einfach? Wenn jetzt jemand gerne einen Weihnachtsfilm schauen will, kann er sich natürlich jetzt unten in der Videobeschreibung, wenn viele mitmachen, schauen, welche Lieblingsweihnachtsfilme gibt's und da mal vielleicht einen angucken davon. Werde ich auch machen. Ganz wichtig, ihr müsst auch Abonnent meines Kanals sein. Ihr müsst das Video liken, teilen und natürlich mit Hashtag kommentieren. Das war's. Mehr müsst ihr nicht machen. Und jetzt sind wir schon am Schluss angekommen. Wenn euch die Review gefallen hat, könnt ihr mich auch unterstützen, wenn ihr jetzt nicht beim Gewinnspiel mitmacht. Nehme ich einfach nur mit einem Abo oder ein Like oder ein Teilen. Und sonst wünsche ich euch noch viel Spaß beim selber schauen. Bei allem, was ihr macht, habt viel Spaß dabei. Bis dann. Tschüss. You